Ja Mensch, herzlich willkommen zum KGS-TDW-Turnier 4.0 in der zweiten Schlacht in Gruppe C der Runde 3. Alter, das ist eine sehr lange Einleitung hier. Und zwar mit der Schlacht zwischen Sky und Stoli oder Stoli. Ich weiß immer nicht, wie ich dir deinen Namen aussprechen soll, tut mir leid. Ja, und zwar sieht man hier die Schlacht aus Sicht von Sky, der hier die Franzosen in den Kampf führt, die noch im Wald stehen. Deswegen lasse ich das mal ein bisschen weiterlaufen, weil sonst kann ich die da nicht rausfriemeln, wer da kämpft. Und ich habe es ja schon in der anderen Schlacht aus dieser Gruppe gesagt, falls ihr die noch nicht gesehen habt, solltet ihr die euch auf jeden Fall mal anschauen. Dass es hier jetzt darum geht, wer ganz einfach weiterkommt. Wenn Sky gewinnen sollte, ist das gar kein Problem. Dann wäre The Red Booster und Sky wären dann einfach weiter. Sollte aber Stoli gewinnen, dann wird das alles ein bisschen anstrengend für mich, weil ich dann entweder losen muss, wer weiterkommt, oder mich entscheiden muss für einen und dann bin ich der Buhmann, falls ja, der eine dann rausfliegt und der andere nicht. Das tut mir dann in der Hinsicht leid. Ich muss noch überlegen, wie ich das machen würde, wenn das passieren sollte. Einige Leute, die beim letzten großen Stream dabei waren, die werden diese Schlacht schon kennen, denn da habe ich sie eigentlich schon kommentiert. Allerdings gab es dann technische Probleme und deswegen muss ich sie jetzt nochmal kommentieren. Außerdem ist es natürlich logischer, wenn man das dann alphabetisch bzw. Gruppe für Gruppe macht und erst Gruppe A, Gruppe B, dann Gruppe C und dann Gruppe B, D macht. Und deswegen sind wir jetzt bei der insgesamt sechsten Schlacht. So, hier, man sieht die Franzosen mit Chasseurs à Cheval, Chasseurs à Cheval, Chasseurs à Cheval, Chasseurs à Cheval. Also viermal diese Chasseurs à Cheval. Dann Infanterie, Leute, Junge Garde, Nationalgarde, wichtig, das ist Miliz. Junge Garde, Miliz, Junge Garde, den Generalstab, Voltigiere und die, glaube ich, im Doppelpack. Voltigiere und Voltigiere, genau. Und damit war es das, also relativ viel Miliz. Auf der anderen Seite sieht es wie folgt aus. Wir sehen hier die Briten mit Infanterie der King's German Legion. Zweimal Coldstream Guards, Garde-Infanterie und Garde-Infanterie. Dann hier Garde-Dragoner, Dragoner der King's German Legion, Dragoner, Dragoner der King's German Legion und den Generalstab. Und nun bin ich gespannt, ob da noch irgendwie leichte Infanterie auftaucht. Ich spule mal ein bisschen vor, weil, naja, dauert ja immer ein bisschen, bis die in Position kommen. Und da hinten ist tatsächlich Infanterie gewesen, die jetzt wieder im Wald verschwunden ist. Verdammt. So, komm. Kommt da raus aus dem Wald. Dann schaue ich euch nochmal an. Vielleicht kommen sie auch nicht mehr aus dem Wald. Hier dürfte sich aber gleich ein Kavalleriegefecht abzeichnen. Zwischen den Chasseurs à Cheval, die jetzt hier schießen. Gerade mal ordentlich einen reindrücken in die Dragoner. Hier kämpft die Chasseurs à Cheval im Nahkampf bereits. Jetzt kommt es zum großen Geknüdel da. Da sehen die französischen Reiter aber nicht sehr gut aus bei. Auf dieser Seite schon eher. Aber es ist natürlich immer kritisch, mit Fernkampfreitern in den Nahkampf zu gehen gegen, naja, Garde-Dragoner und recht starke Dragoner, wenn man es so nehmen will. Zahlenmäßig jetzt deutlich eingegrenzt, die Chasseurs. Schon bei weitem unter 30. Hier auf dieser Seite, naja, auch schon unter 30. Kämpfen wir aber gegen die Dragoner. Die sich jetzt aber merkwürdigerweise zurückziehen, damit den Chasseurs à Cheval die Möglichkeit geben, wegzureiten. Jetzt kommt der Generalstab dazu, die Moral zu heben. Dürfte sie aber jetzt wieder zurückziehen. Sonst wird er hier angegriffen. Ah. Wir drehen die Dragone ab, anstelle weiter hinterher zu gehen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, was hier passiert. Aber seht euch die toten Pferde an, die sind alle tot hier. Sind denn hier jetzt mittlerweile die Einheiten aufgetaucht? Nein, sind sie nicht. Schade, aber auch. Naja, wie dem auch sei, wir sehen hier die Truppen, die sich langsam formieren vom Sky. Voltigiere stehen hier vorne. In vorderster Front. Dahinter dann direkt die junge Garde. Und dahinter dann die Miliztruppen. Das ist nämlich eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, dass man nicht nur Linieninfanterie nimmt, sondern auch vielleicht mal Milizen nimmt. Vielleicht werde ich das in der nächsten Runde dann nochmal verschärfen und dann die Zahl der normalen Linieninfanterie nochmal runterbrechen, dass man entweder gezwungen ist,
Grenadiere zu nehmen oder aber Miliz und dementsprechend darauf auch seine Augen fokussieren sollte. Mal sehen, wie ich das da mache. Aber jetzt sind wir ja erstmal in Runde 3. Und da geht es ja darum, mit möglichst einer ausgewogenen Armee das zu schaffen. Ich finde auch, also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Regeln eigentlich so findet. Ich finde die nämlich eigentlich ganz okay so. Da kann man sich relativ gut dran halten und auch noch eine sehr breite, sehr gut gestaltete Armee draus basteln. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ihr dürft jetzt nur eine Einheit davon haben, nur eine Einheit davon und dann machen wir das so, dass ihr nur auf der linken Seite der Karte spielen dürft, weil das auf der rechten Seite böse ist oder so. Nee, ich bin da eigentlich schon relativ kulant. Wenn es mal regnet oder trocken ist auf dieser Karte, dann ist das auch egal. Weil, das hatte ich bei den anderen Schlachten noch gar nicht als Argument gesagt, denn es geht mir in erster Linie eigentlich darum, dass beide Spieler die gleichen Startvoraussetzungen haben. Also wenn es hier regnet, dann ist das natürlich für beide scheiße. Und wenn es trocken ist, ist es für beide relativ gut. Also von daher ist da kein Problem. Wird jetzt hier auf der einen Seite es regnen und auf der anderen Seite es trocken sein, dann wäre es ein Problem für mich. Oder wenn der eine Einheit mehr hat und der andere eben nicht. Wie wir es ja schon mal einmal gehabt haben. Beziehungsweise zweimal. Und das ist dann immer so ein bisschen kritisch. Aber hier scheint das alles mit rechten Mitteln zuzugehen. Während es momentan dazu kommt, dass hier die Schlacht ein wenig einschläft und da hinten tatsächlich jetzt hier die Infanterie auftaucht. Nämlich leichte Infanterie und leichte Infanterie. Keine der King's German Legion, sondern einfach nur leichte Infanterie. Da kommen die Reiter. Mal sehen, ob die Voltigiere sie ausschalten können. Oder ob sie in die Spikes rennen. Wenn sie jetzt in die Spikes rennen, haben sie ein großes Problem. Und sie rennen in die Spikes. Und werden von der Junggarde beschossen. Ah, damit wurde eine Einheit der Kavallerie gerade pulverisiert, ohne dass sie was anrichten konnte noch. Sie flieht aber nur, also sie ist nicht gebrochen und läuft dann komplett weg. Pardon. Aber es sieht danach aus, als wäre die nicht mehr zu gebrauchen. 16 Mann, okay, gut. Reitet jetzt wahrscheinlich zum General, wird dann sich fangen oder so. Jupp. Wird von Stoli motiviert, wieder zurück zur Front zu gehen. Und jetzt geht es daran, dass sich hier bald mal was tut, weil es wird langsam langweilig. Auf dieser Front reiten die Chasseurs Archival weiter vor und greifen die Dragoner an. Das ist natürlich das Gute bei Reiterei, die Fernkampffähigkeiten hat. Da können sie mal ranreiten, schießen, wieder wegreiten, nachladen, wieder hinreiten, schießen und sowas. Wenn man es denn timet und die Kavallerie des Feindes nicht schneller ist als die eigene. So, jetzt dürfte es aber mal endlich... Ja, der erste Schusswechsel. Beziehungsweise ist kein Schusswechsel, weil die anderen schießen nicht zurück. Aber der erste Schuss von Infanterie auf andere Infanterie. Sagen wir es so. Jetzt rücken die Briten vor. Die junge Garde formiert sich auf der rechten Flanke. Während im Zentrum die Nationalgarde und die Miliz steht... Und sich die junge Garde hier hinten formiert hat. Die Chasseurs schaffen es wieder da zu kämpfen. Hier bleiben wieder KI-technisch ein paar Einheiten stehen, beziehungsweise Engine-technisch. Jetzt werden aber die britischen Reiter von der jungen Garde beschossen. Das ist nicht schlecht. Und hier dürfte es gleich ordentlich rasseln, wenn man es so sieht. Marschiert die Garde-Infanterie vorwärts. Und jetzt marschiert die Miliz. Mal sehen, wie das da aussieht. Die wird jetzt gerade beschossen, aber mal sehen, was ihr für Schaden anrichtet. Wir haben den General getötet, Sir. Kein wahnsinnig großen Schaden, aber dafür, dass es nur Miliz ist, hauen die schon ganz schön rein. Noch hier in Kombination mit den Voltigieren, die jetzt gar nicht mehr schießen, haben sie schon ein bisschen Schaden im Zentrum angerichtet. Wie wir eben schon gehört haben, der General ist tot. Ein sehr, sehr glücklicher Treffer hier. 15 von 18. Das heißt, drei Leute getötet, ausgerechnet den General geschafft. Hier oben steht die junge Garde noch bereit. Sieht nämlich danach aus, als wäre das die Taktik, dass die Nationalgarde und die Miliz erstmal die ersten Salven abfangen, damit dann die junge Garde ein leichtes Spiel hat.
Hier auf der Flanke sieht es dann aus, als würde die junge Garde auch ein bisschen die Oberhand gehalten. Oh, das war gerade ein sehr, sehr schöner Schuss. Hier marschiert er jetzt aber die leichte Infanterie an. Das könnte ein großes, das könnte noch was ein bisschen ändern auf dieser Flanke. Beste Position haben sie zwar nicht, aber treffen die junge Garde ziemlich stark. Im Zentrum hat sich jetzt die junge Garde, zumindest rechts, nee, links hier formiert und beschießt die Garde-Infanterie. In der Mitte steht noch die Nationalgarde, hat immer noch 68 Mann. Auf der Flanke steht die Kavallerie, die nichts macht. Hat natürlich auch die Probleme, hier sind überall diese komischen Pfähle im Boden. Das ist schon eine ziemliche Belastung für die Kavallerie. Man kommt da nicht wirklich vorbei. Man könnte vielleicht hier hinten rum reiten und dann von der anderen Seite aufräumen. Und hier halt die leichte Infanterie unterstützen. Die junge Garde tatsächlich schon ziemlich hart unter Beschuss nimmt. Die Chasseurs als Cheval laufen dahinter. Sind aber auch fast tot. Hier flieht jetzt die Garde-Infanterie. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Der General wird hier getroffen irgendwo. 18 Mann sind da noch. Streifschüsse treffen wahrscheinlich nur irgendwie so leicht. Hier kämpfen jetzt die Chasseurs. Archibald gegen die leichte Infanterie. Die junge Garde flieht. Diese junge Garde ist auch schon hart getroffen. Aber hier die Infanterie der King's German Legion. Beide Einheiten sind sehr, sehr weit runtergedrückt worden. Die Garde-Infanterie ist noch halbwegs okay. Beziehungsweise hier die Coldstream Guards sind fast noch vollständig. Jetzt scheint die Nationalgarde und die Miliz in den Charge zu gehen. Wie es aussieht. Oder sie bewegt sich aber nur dichter ran. Ne, sie bewegt sich nur dichter ran. Hier flieht jetzt die Nationalgarde. Die Miliz steht noch bereit. Schießt. Die junge Garde hilft von weiter hinten. Und die Kavallerie tut weiterhin nichts. Die junge Garde bezieht hier ihre Position. Okay. Im Zentrum steht jetzt die junge Garde bereit. Während die Nationalgarde flieht. Tod dem Feind. Also hier flieht die Garde-Infanterie, dann ist hier nochmal Infanterie der King's German Legion geflohen. Die leichte Infanterie hat den Kavallerieangriff überstanden. Jetzt geht aber die junge Garde in den Nahkampf. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht klappen, weil die sind so wenige. Vielleicht kommen sie noch an, vielleicht kommen sie auch nicht mehr an. Sie sind noch in den Charge gekommen. Aber dürfen gleich fliehen. 5 Mann, jetzt sind sie weg. Tschüss. Hier kommt es jetzt zum Nahkampfgefecht zwischen den Voltigieren und der King's German Legion Infanterie. Da ist hier noch die Coldstream Guard. Ja, die jetzt auch fliehen. Hier fliegt die King's German Legion Infanterie. Die leichte Infanterie dürfte letztendlich auch nicht mehr viele Chancen haben. Da kann man alleine mit der jungen Garde einfach reingehen in den Nahkampf und man hätte die schon geholt. Ich schätze mal, die Kavallerie kann da jetzt auch nicht mehr viel machen, weil jetzt ist es erst recht schwieriger für die Kavallerie hier irgendwas zu reißen, weil man sich jetzt auf Seiten der Franzosen immer weiter hinter diese Spikes verstecken kann und eigentlich jede Möglichkeit hat, die auszuschalten. Also das ist gar kein Thema. Wenn es jetzt auch so passiert wie jetzt hier, wie es hier scheinbar aussieht danach, man reitet sowieso jetzt die Kavallerie in den... Oha! Die Spikes und stirbt. Größtenteils. Yep. Jetzt stellen sich die Franzosen noch ins Karree. Uiuiuiui, das war ein unglaublich starker Verlust für die Kavallerie, jetzt da frontal reinzureiten. Jetzt ist sie auch weg. Hier ist jetzt lediglich die leichte Infanterie noch übrig von Großbritannien. Hier kommt die junge Garde zurück. Das heißt, nochmal Feuerkraft von hinten eventuell. Aber ich denke nicht, dass da jetzt noch was passieren wird. Können wir getrost auch ein bisschen vorspulen. Wechseln sich ja eh nur noch Schüsse hin und her. Hier leichte Infanterie flieht. Die andere dürfte sich jetzt auch gleich verabschieden. Goodbye, Boys. Spätestens wenn die jetzt hier nochmal ihre Salve rausdrücken, ist Ende im Gelände. Auf Wiedersehen. So, tschüss sind's. Weg sind sie, weg sind sie. Und damit hat Frankreich gezeigt, dass sie gegen Großbritannien ganz leicht mal gewinnen können. Ja, hier sieht man,
Der Lümmel, a.k.a. Sky, hat hier 1158 Mann aufgestellt. Stuhle nur 978. Verluste sind relativ gleich geblieben, aber bei weniger Einheiten ist natürlich 700 schon heftiger als bei 11.000, hätte ich beinahe gesagt, bei 1100. Beide haben ungefähr gleich viele Einheiten getötet, aber wie ich eben schon sagte, bei den Verlusten ist es halt gefährlich so mit der niedrigeren Anzahl. Was mir besonders gefallen hat hier bei Sky, war die Aktion der Miliz und Nationalgarde, dass man die erstmal als Meat Shield benutzt hat und dann die junge Garde schießen lassen hat. Schon nicht schlecht. Auch ordentlich Schaden ausgeteilt hier auf Seiten der jungen Garde. Die sind alle relativ gut. Die Kavallerie war jetzt nicht ganz so effektiv, hat die gegnerische Kavallerie aber behakt und somit eigentlich die ganze Zeit ausgeschaltet. Also da war überhaupt keine Kavallerieaktion der Briten richtig herauszusehen, außer die letzte und am Anfang diesen Kampf, den sie auch noch gewonnen hat, aber danach war eigentlich wirklich Schluss für die Leute. Und von daher, so muss das halt laufen. Gut, das wäre dann also die Schlacht für dieses Mal. Damit haben wir schon drei Gruppen von vier gelöst, das heißt, es fehlen noch zwei Schlachten. Und somit ist das Ganze hier relativ einfach geworden, denn Sky hat gewonnen und The Red Booster hat gewonnen. Damit sind diese beiden Herren weiter. Glückwunsch an dieser Stelle. Schade für Stoli und Sitalkis. Tut mir leid, dass ihr raus seid, aber vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich echt gefreut und ich hoffe, ihr verfolgt das Turnier natürlich weiterhin. Also, das wär's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.